So, getreue Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Wir haben uns jetzt unseren eigenen Bogen gebastelt und müssen jetzt ein bisschen durch die Gegend ziehen. Natürlich dann immer wieder mit unserem Adlerblick, damit wir auch genau sehen, wo wir was finden können. Jagd, erlegen und häuten Sie Tiere, um Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung und Outfits zu erhalten. Zunächst einmal nehmen wir auf jeden Fall Holz mit, denn das brauchen wir auch für Pfeile. Da oben ist noch ein Nest. Pfeile schießen. Aus dem Nest kommen Federn, die runterrollen, auch schön. Weiter gucken. Hier können wir hoch und können uns auf den Bäumen verschanzen. Allerdings, ich habe gerade gesehen, blinken da unten noch ein paar Münzen. Da will ich natürlich als erstes hin. Ein Überlebensversteck. Na, gab nur Erfahrungspunkte. Schade. Hätte ja was Besseres geben können. Sie springt ein bisschen eigenartig, teilweise wirklich so wie bei Assassin's Creed. Dass man wirklich springt und dann mit einmal im Sprung nach hinten fallen kann. Ah, schon echt nett. Komm schon hoch. So, dann gucken wir uns hier ganz in Ruhe um. Hier haben wir einen sehr schönen Überblick. Da vorne ist auch noch ein bisschen was verborgen. Ich sehe es schon. Kommen wir aber nicht so einfach hin. Oder kommen wir von hier aus dahin? Nee, das wird nix. Das ist zu weit. Hätte ja klappen können. Bisschen Hartholz noch mitnehmen, auf das wir noch mehr Pfeile kriegen. Und dann geht's weiter. Ja, jedes Mal, wenn wir das Spiel neu starten, wird natürlich... Mongolisch. Mongolisch? Ist irgendwo was Mongolisches? Vielleicht hier oben drauf. Ah, ein Monolith. Tatsache. Karte aktualisiert, Monolith entdeckt. Ja, können wir leider nicht übersetzen. Da kommen wir noch nicht ran. Wir brauchen tatsächlich Mongolisch auf Stufe 1. Die Frage ist, wo kriegen wir die mongolischen Zeichen her, um zu lernen? Da vorne ist noch ein Nest. Dann war's das. Hier unten scheint irgendwie nichts zu sein. Ich gucke trotzdem nochmal. Nee, sehr gut. Hartholz mitnehmen. Das Nest plündern. Sehr gut. Damit können wir ein paar neue Pfeile herstellen. Das wird praktisch sein für unterwegs. Na, bleibst du stehen? So ist gut. Ich habe dich im Kopf getroffen. Hallo, du darfst gar nicht mehr laufen. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh Scheiße, was war denn das? Das klang nicht gut. Ich weiß es nicht, was das war, Pippi. Ich kann dir dazu nicht besonders viel sagen. Auf Bäume klettern. Ja, wir sollen auf Bäume klettern. Das ist mir durchaus bewusst. Wie wär's hier? Hier kommen wir dann auch hoch. Wir kommen später hierher zurück, werden nachher nochmal sammeln. Denn soweit scheinen wir erstmal alles zu haben. Ja, ich könnte ja noch jagen, aber die Jagd muss warten. Tiefschnee. Schnee verlangsamt. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Stürme. Oh ja, natürlich. Lauf, Lara, lauf. Hier wird hoffentlich nicht allzu viel rumstehen. What? Ach so, hätte ich die ganze Zeit draufhacken müssen. Oh, verdammt. Schon war der Kopf weg. Geh weg. Gehst du weg? Böser Bär. Lauf, 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 lauf. Oh. Was? Ja, ich habe die Fernbedienung gesucht. Es tut mir leid.
Verdammt. Ausweichen, Y. Und wieder verletzt. Also schon seit dem ersten Teil kann Lara irgendwie nicht oben bleiben. Sie muss immer runterfallen und sich irgendwas brechen. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Erinnerung an Daddy. Und hier befinden wir uns wieder in einem neuen Gebiet. Heilende Ressourcen müssen gesammelt werden. Einmal gucken, ob wir überhaupt irgendwo welche finden. Es scheint hier vorne welche zu geben. Ja, Tatsache. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Ja, einen Verband habe ich jetzt nicht dabei, Pippi. Ich habe nur Blätter. Ach, du ahnst es nicht. Und da ist die große Basis. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was tat Trinity da unten? Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ja, es geht nicht anders. Ausgefeilte Pläne. Hier gibt es nichts weiter, was es zusammen gilt. Also gehen wir jetzt außenrum und versuchen, am Bären vorbeizukommen. Wir haben ihn ja schon ein bisschen verletzt. Können wir ihn jetzt nicht einfach töten? Nein, können wir nicht. Er ist tatsächlich ein bisschen stärker als erwartet. Aber da müssen wir jetzt erst einmal durch. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Was da? So, ausgefeilte Pläne. Finden Sie Pilze für das Giftpfeil-Upgrade. 3 Stück, um genau zu sein. Wir könnten da hochklettern. Von da aus sind wir vielleicht gekommen. Ich müsste mal schauen. Nee, hier gibt es noch was Besonderes. Ah, sehr gut. Ein Blatt. Toll. Na, klasse. Und hoch da. Sieht gut aus. Hier ist noch was Schönes, Bergungsgut. Wird immer gebraucht. Und mit A können wir uns hier runterlassen. Hier scheinen keine weiteren Pilze zu sein. Kommen vielleicht später. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Da ist wieder ein Tier. Aber wir bekommen nichts weiter. Keine Pilze, gar nichts. Steht da noch was Besonderes rum oder ist das wieder nur ein Aufstieg? Wieder nur ein Aufstieg, schade. Und den Monolithen können wir immer noch nicht entziffern. Das ärgert mich, das ist natürlich schade, denn der gibt ja die Karte preis. Beziehungsweise zeigt Orte auf der Karte, wo wir bestimmte Gegenstände finden können. Wir nehmen auf jeden Fall das hier vorne noch mit. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Kann ich dir nicht sagen. Untersuche die Krone. Sie vibriert jedes Mal, wenn ich so gucke. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Aha, das war jetzt alles. Das war die versteckte Information. Mongolisch. Damit haben wir sogar Mongolisch ein bisschen erlernt. Hier kommen wir hoch. Aber bringt uns das was, da hochzugehen? Nein, dann kommen wir nämlich nicht oben rauf. Aber eventuell gibt es eine Möglichkeit, von dort aus noch rüberzukommen. Und vielleicht können wir Mongolisch sogar noch lernen, wenn hier vorne noch ein weiteres Relikt ist. Sieht aber nur nach ein paar Federn und einer Karte aus. Aber eine Karte ist auch schön. Karte aktualisiert. So, wieder weitere Federn gefunden.
Einmal schauen, da ist der Monolith. Da hinten sieht so aus, als wenn es noch was gibt. Da will ich unbedingt hin. Ja, hör auf zu weinen. Ich komme nicht rauf. Kann ich vielleicht auf das Teil rauf? Nee. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich könnte es von hier aus versuchen, aber das wird auch nichts. Nee. Da muss man anders hochkommen. Ich weiß noch nicht wie. Das muss ich mir noch ausdenken. Eventuell von außen irgendwie ran. Denn das Teil ist wichtig. Da will ich ran. Das ist eine schöne große Kiste. Das kann nur gut sein. Aber es gibt auch in der Nähe nichts, wo wir uns hochhangeln können. Also es muss ja hier drüben funktionieren mit diesem wunderschönen Seil. Komm schon, Puppy. Komm hoch da. Jetzt will sie auch nicht langhangeln, ne? Ach, na gut, dann lassen wir es. Wo müssen wir hin? Wir sollen da drüben hin. Da gehen wir jetzt auch. Go, go, Power Ranger. Wir haben es versucht. Wir haben unser Bestes gegeben und es nicht geschafft. Aber wir können jetzt wenigstens mal auf die Karte gucken. Es gibt noch das ein oder andere, was hier versteckt ist. Wie zum Beispiel Dokumente direkt hinter uns. Hä? Bin ich blind? Ach so, die werden nicht angezeigt, ne? Das ist aber doof. Oben. Über uns? Ne, unter uns. Oder was? Es kann unter uns sein. Ah, wir müssen hier irgendwann wieder her und das Ganze einsammeln. Das hat so keinen Sinn. Ich gucke mal, ob da drüben noch irgendwas ist, denn das wird nicht mit einem Pfeil angezeigt. Das ist das Schöne. Jetzt bei dem neuen Teil, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das auch auf dem alten Teil war, kann man sehen, ob es oben ist oder unten. Da das Dokument normal angezeigt wird, ist es erreichbar und ist unten. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Wunderschön. Mongole Stufe 1. Sprachkenntnis erhöht. Damit können wir jetzt auch den Monolithen entziffern. Gut, dass wir uns hier nochmal umgesehen haben. Auf geht's. Wo ist der Monolith? Da vorne irgendwo? Nee, der war weiter oben. Selber nochmal gucken. Da ist er. Hier auf dem Berg, auf dem kleinen Hügel. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Na, das ist doch schön. Münzverstecke gefunden. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten im Basislager. Wir haben wieder plus 1 gemacht. Das ist schön. Und können jetzt auch die Münzen entdecken. Hier vorne sind noch Dokumente, die nehmen wir noch mit, falls wir Mongolisch noch weiter brauchen. Und mit mehr Münzen können wir später damit rechnen, auch weitere Waffen kaufen zu können. Das ist super. Alle Münzen immer gleich mitnehmen. Auch wenn nicht jedes Versteck irgendwelche Münzen gibt, sind die Münzen, die wir finden, doch relativ praktisch. Hier ist noch ein Dokument. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt. Bla bla bla. Russisch. Okay. Russisch muss auch aufgebessert werden. Definitiv. Denn Russisch ist, glaube ich, auch die zweitgrößte Weltsprache. Kann das sein? Ich nehme es einfach mal an. Mongolisch. Sehr schön. Und wieder Erfahrungspunkte. Außerdem können wir gleich einen Fähigkeitenpunkt ausgeben. Das heißt, wir gehen erstmal zum Münzversteck, dann gehen wir zum Lager, werden unseren Fähigkeitenpunkt aufstufen, die anderen beiden Münzen noch mitnehmen und hoch. Und hier scheint es auch noch unten irgendwelche Relikte zu geben. Vielleicht ist da vorne noch ein verstecktes Grab. Da sollten wir auch nochmal vorbeischauen. So, jetzt erstmal geradeaus. Münzen holen, Lager holen, beziehungsweise Fähigkeitenpunkt ausgeben und weitergehen. Lauf mal ein bisschen schneller, Puppy. War das hier? Ja, hier unten irgendwo. Da. Dankeschön. Ach, jetzt komme ich hier so einfach gar nicht wieder hoch. Dann gehe ich außen rum. Ist auch nicht schlimm. Wieder zurück zum Basislager. Dort den Fähigkeitenpunkt. Kämpfer, Jäger, Überlebender. Ich muss mir die jetzt nochmal angucken, weil das schon ein bisschen länger her ist, dass ich die ersten beiden Folgen aufgenommen habe. Schnelle Herstellung. Listenreicher Kämpfer. Brandbomben. Leichtfuß. Eifriger Lerner. Das nehmen wir mit rein.
Damit sind wir schon mal ein bisschen besser, was die Erfahrungspunkte angeht. Dann Waffen-Upgrade. Bögen. Oh, wenn ich das richtig sehe, dann können wir die Kletteraxt upgraden. Upgrade verfügbar. Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in Lücken einzudringen, wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Ansonsten umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampf-Angriffskombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Das ist natürlich wesentlich besser, dafür müssen wir allerdings noch ein paar Viecher töten. Denn lasse ich das lieber, lass das Bergungsgut bei uns, ansonsten können wir wahrscheinlich nicht allzu viel damit rechnen, dass wir das alles so schnell aufstufen können. Denn Bergungsgut ist im Moment noch relativ selten, das wird nachher mehr. Da ist jetzt noch ein Münzversteck, unten war noch ein Grab, zumindest gehe ich davon aus. So, wir laufen hinterher. Langsam natürlich, um es nicht zu verscheuchen, das Reh. Wo ist es hin? Da. Treffer, versenkt. Damit bekommen wir neues Fell, das wir brauchen zum Aufstufen. Sehr gut. Und wieder ist ein Waffen-Upgrade verfügbar. Außerdem haben wir 25 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist gut. Die Frage ist, wie stelle ich jetzt etwas her? Treffer. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schnell, das Reh. Ich habe zwar nur ins Bein geschossen, aber es hat gereicht. Sehr gut. Und hier kommen wir nicht weiter in diesem Grab. Karte aktualisiert, neuer Ort entdeckt. Fehlende Ausrüstung. Wir brauchen tatsächlich noch irgendwas, um das Ding aufzuziehen. Das heißt wieder unsere Seilpfeile mit der Kurbel. Aber wir haben zumindest schon mal entdeckt, dass dort ein verstecktes Grab sein muss. Geil. Einfach nur geil. Wir brauchen noch ein Hirschgeweih. Das holen wir uns später, wenn wir besser schießen können. Unsere Waffen sozusagen aufgestuft haben und unseren Fähigkeitenpunkt, dass wir länger zielen. Ohne dass sie abbricht, dann geht's aufwärts. Oh, da unten. In dieser Klippe. Da müssen noch Münzen sein. Aber wo? Hinter uns. Hinterm Baum. Über uns? Ach, da. Wieder 7 Münzen. Und 35 Erfahrungspunkte. Jeder Erfahrungspunkt zählt aktuell. Zumal wir sowieso jetzt mehr bekommen und damit uns schneller aufstufen können. Eventuell können wir dann auch ganz schnell alles andere durchführen. Hier soll eigentlich noch ein Dokument sein. Aber das Dokument ist irgendwo, oben oder unten. Und ich schätze mal unten. Denn ich komme da nicht ran, da gibt es nichts. Und wir sehen auch den kleinen Pfeil über dem Dokument. So, dann haben wir noch einmal Münzen und dann hauen wir hier ab. Die sind wahrscheinlich hier oben drauf. Nee, hier unten. Traumhaft. Wieder 35 Erfahrungspunkte, 7 Münzen. Alles ist gut. Wir gehen endlich mal weiter. Es wurde auch Zeit. Interessanter Ort entdeckt. Oh, hier gibt's Pilze. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ja, was muss ich tun? Ich soll ins Camp und es versuchen. Kehren Sie ins Lager zurück, um Ihre Pfeile aufzurüsten. Nee, das ist jetzt ein Scherz, oder? Hättet ihr nicht ein Lager hier hinstellen können? Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Das Gute ist, dass es ja jetzt auch eine Schnelllauftaste gibt. Wir können nebenbei noch ein paar Hirsche töten. Bleibst du hier? Treffer, versenkt. Und er rutscht wieder runter. Her damit. Ein Geweih haben wir zusätzlich bekommen. Wunderbar. So, zurück zum Lager. Nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Inventar. Munition. Erstmal das allgemein und dann die Giftpfeile. So, 2 Stück haben wir. Jetzt brauchen wir wieder Hartholz. Ausrüstung. Ah, Jägerköcher. Dafür brauchen wir ein super schönes Fell. Tasche, kompakter Fellbeutel, der die Speicherkapazität für Ressourcen erhöht.
brauchen wir weitere Tücher und weiteres Fell. Schafft Patronenhalter. Oh je, da brauchen wir noch so einiges. Also das werden wir so schnell nicht ausrüsten können. Wird eine Weile dauern. Waffen-Upgrade. Jetzt können wir aber wenigstens unsere Kletteraxt fertig machen. Der umwickelte Griff ist da. Und die geschliffene Klinge jetzt ebenfalls. Also alles geht schneller, alles kann besser getötet werden. Besser geht's kaum. Muss mich ausruhen. So kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter! Na los, wir haben sie! Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch!